Hallo allerseits. Letzter Urlaubstag in Butjading oder auf der Nordseehalbinsel Butjading waren wir heute nochmal beim Edeka einkaufen. Und da habe ich Hakebeck-Pilz gefunden. Ist von welcher Brauerei war? Ich glaube Anheuser-Busch. Gebraut nach Anheuser-Busch. InBev Deutschland, Bremen, Germany. Okay, Bremen ist ja nicht weit weg von hier, also Hakebeck. Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfen. 4,9%. Mal gucken. Also, das Schattebecker Bier war geil. Ne? Ja, Licht ist ein bisschen dunkel, aber okay. Tut mir leid, ich habe leider kein anderes Glas, aber man sieht, Strohgelb oder auch Urinblond genannt. Also, was Gutes hier von der aus Bremen. Prost, Freunde. Ja, so stellt man sich ein Bier von der Nordseeküste vor. Ja. Oder ist ja Bremen ist ja nicht unbedingt Nordseeküste, aber hier in Butjading, Halbinsel, da guckt man schon schön weit raus. Waren schöne Ferien. Ich habe drei Bier hier getrunken, genau drei. Aber das Störtebeker Bier. Dann das hier. Das ist auch lecker. Kann ich nicht meckern. Und dann gab es noch das Pilsator. Also Pilsator, meine lieber Scholli. Da habe ich heute Morgen. Das war nicht so gut. Warum auch immer. Ich erspare euch die Details. Das war nicht schön. Das schmeckte so nach. Naja, nach was auch immer. Aber das hier ist toll. Ist schön frisch. Schmeckt ein bisschen herb. Ist gut. Ich zeige es euch nochmal. Hier. Ja. Mit kann man leben. Schmeckt wirklich gut. Der Preis dürfte mich jetzt nicht so fragen. Das habe ich nur so im Kopf. Ja, also. Das kann man empfehlen. Das ist in Ordnung. Ja. Wunderbar. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Wenn dann das Bier ankommt, lasst es euch schmecken, holt es euch. Ich kann es empfehlen. Ich glaube, ich nehme mir noch die eine oder andere Dose morgen früh schnell mit. Also, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, Matjo, tschwenkt du, tschüss, hau ab und schwenkt die Kapp.